ganz schön was los bei der großen Performance. Rund 300 Besucher waren am Sonntag ins Gallus gekommen, um sich anzuhören, was die kreativen Frankfurterinnen und Frankfurter mit und ohne Drogenprobleme unter dem Projekttitel Highlife Frankfurt gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Denn die Musik begleitet mich auf meinem Weg zum Glück. Unsere Studenten sind besondere Studenten. Sie studieren nämlich im Schwerpunkt Kultur und Medien. Und dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit Theater, mit Film, mit Musik, Performance und so weiter, mit allen Künsten und ihre Anwendung in der sozialen Arbeit. Das heißt, sie üben in solchen Projekten, wie man mit Klienten, verschiedensten Klienten in der sozialen Arbeit umgehen kann, wie man künstlerisch arbeitet und so Menschen zusammenbringt und auch ja, zu ihrem Selbstausdruck bringt. Irgendwann kam die Zeit und ich war da drin, in dieser Zelle aus vier Wänden und es machte keinen Sinn. Ich machte mir voll den Kopf, denn hatte alles verloren. Mir wurde die Freiheit genommen und saß da drin voller Zorn. Jeder Mensch macht mal Fehler, doch man kann daraus lernen. Deswegen schreibe ich diese Texte und probiere es zu erklären. Denn genau so ging es mir früher, ich hatte auf alles gekackt. Und meine Ausbildung zum Koch, die habe ich nicht mehr geschafft. Und wir haben dann die Idee aufgegriffen, die ich hatte, weil ich ja auch im Suchtbereich beruflich tätig bin, da auch mal ein Musikprojekt zu machen. Und da haben sich dann viele andere Fachbereiche angeschlossen, Film, Foto, Theater. Und es ist ein richtig großes Projekt geworden. Es gibt was Besseres im Leben außer Kiffen und Knast. Es gibt was Besseres im Leben außer immer zu trinken und im Atlantik da draußen mit diesem Schiff zu versinken. Es gibt was Besseres im Leben, heute schreibe ich es auf. Und ich weiß, ich kann es schaffen, wenn ich nur an mich glaube. Нам эта осень не станет преградой вокруг листва. Тебя я видеть научил. Also da sieht man, welche Kreativität auch in Menschen steckt, die vielleicht Schwierigkeiten im Leben haben. Wenn die in solchen Projekten die Möglichkeit haben, ihre Kreativität zu entfalten, dann tun die das und tun das gerne und tun das sehr gut. Du bleibst in meinem Kopf. Als Schmerz allein, als Schmerz allein, du bleibst in meinem Kopf. Also wir kennen das ja auch, also ich mache ja selbst Musik und weiß, was ich daraus ziehe und eigentlich meinen Ausgleich daraus ziehe und meine Kraft auch daraus gewinne. Und bei anderen Menschen, ob das jetzt Drogenabhängige sind oder ehemalige, ist das ähnlich. Also viele Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich auszudrücken, ja, merken Sie, dass Sie Ihr Leben gestalten können. Das ist eigentlich so eine Erfahrung des Gestaltens des eigenen Lebens. Und das ist ja unser Ansatz auch in der sozialen Arbeit, solche Erfahrungen zu ermöglichen, dass ja, daraus auch eine Kraft entsteht, auch sein Leben in die Hand zu nehmen, auch Dinge zu verändern, die man verändern will und sich nicht nur als Opfer zu fühlen oder sich vor der Welt zu verstecken, sondern was zu bewegen, selbst zu bewegen. Am Ende des Tages waren alle ziemlich zufrieden. Ein Ansporn für die Projektverantwortlichen von Frankfurt University of Applied Science, das Projekt weiter voranzutreiben. Eine Neuauflage von Highlife Frankfurt ist für den Herbst geplant.